Hallo zusammen, ich bin Bracket und ich möchte heute ein bisschen Evoland spielen. Das ist ein Spiel, das sich immer weiterentwickelt. Es ist ein Zelda-eskes Spiel, könnte man sagen. Und es macht Spaß, habe ich zumindest gehört. Es soll sehr kurz sein, es ist im Jahr 2013 und wir fangen einfach mal an. Wir starten ein neues Spiel und erfahren hoffentlich mehr über die Geschichte. Oh ja, das ist der Anfang von Evoland. Freigeschaltet rechte Taste. Hier scheint es eine Truhe zu öffnen zu geben. Was meint er mit rechter Taste? Rechte Maustaste? Ah, ich kann nach rechts laufen. Ah, okay. Freigeschaltet linke Taste. Ja, wir haben uns schon weiterentwickelt. Wir können jetzt nach rechts und nach links laufen. Freigeschaltet 2D-Bewegung. Ein Glück, ihr könntet sonst nämlich nirgendwo hingehen. Jetzt kann ich in alle vier Richtungen laufen. Oh, es ist aber ordentlich mit Verzögerung. Also, es geht immer um ein Feld. Ja, schauen wir mal, was da oben in der Kiste drin ist. Also, es wird sich jetzt ständig weiterentwickeln, bis zum Ende des Spiels. Freigeschaltet, einfacher Bildlauf. Ihr möchtet sehen, wohin ihr geht. Stimmt's? Okay, das heißt, jetzt kann ich hier... Oh, neues Bild. Es ist ja schon fast so gut wie Pokémon damals auf dem Gameboy. Hier haben wir Büsche und Bäume und Steine. Ja, also wir haben eigentlich alles, was so ein Zelda-Spiel braucht. Und noch einen Schatz. Soundeffekte. Ha, dadurch wird das Spiel gleich lebendiger. Ja, Sound ist immer sehr, sehr wichtig für Spiele. Ein glatter Bildlauf. Oh, jetzt ist es nicht mehr so ruckelig. Ah, wie schön. Wie komme ich da hin? Ich will zu der Kiste da unten. Dann gehen wir mal über diese Brücke und tun den Mauszeiger weg. Ah ja. Viele Brücken, viele Kisten. Schauen wir hier rein. Kann ich nicht. Da ist ein Busch davor. Das Problem hatte ich aber auch noch nicht. Ein Schwert! Jetzt könnt ihr böse Monster töten und das Gebüsch niedermähen. Mit der Leertaste. Oh ja, oh ja. Nimm ein Schwert. Also jetzt kann man den Busch da oben bekämpfen. Freigeschaltet. Monster. Berührt sie nicht. Monster. Ich mag Monster nicht. Ihr seid hässlich. Was seid ihr eigentlich? Ihr seid so Landtintenfische. Game over. Was? Ja, das war Evoland. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir fangen von vorne an. Ja. Das war sehr roguelike von dir, Spiel. Aber damals, in der Evolutionsart, in der das Spiel gerade vorkommt und existiert, gibt's noch keinen Lebenspunktbalken und keine Herzchen und kein gar nichts. Das heißt, du bist einfach tot, wenn du einmal getroffen wirst. Das kann ja heiter werden. Also wenn ich was mit der Evolution von Evoland zu tun hätte... Ja, wenn das sozusagen Intelligent Design wäre, dann hätte ich den Quicksave-Button als allererstes eingeführt, weil ich kann ohne Quicksave-Button nicht leben. Ha! Ich warte einfach, bis er an mir vorbeilaufen. Das ist eine super Taktik. Ha! Okay, gib mir Herzchen. Musik! Musik! Wir haben Musik! Ach, ist das nicht geil. So muss ich das erste Lebewesen gefühlt haben, als es an Land gekrabbelt ist und ihm Beine gewachsen sind. Naja, ganz so hat das nicht funktioniert. Und das sieht verdächtig aus wie so ein Speicherpunkt. Ha! Richtig, eine Entwicklung, die Computerspiele für immer verändert hat. Ja, ab da konnte ich auch mitspielen. Ab dem Speicherpunkt. So, dann schauen wir uns ein bisschen um. Hier oben kann ich herumlaufen, ja. Ich meine, unten habe ich Monster gesehen, aber wer will schon Monster bekämpfen? Ich nicht. Ich habe einen Stern gefunden. Sammel alle versteckten Sterne in Evoland. Also, das ist quasi die Entwicklungsstufe, die uns jetzt sowas wie 100% spielen erlaubt. Das gab es ja auch nicht von Anfang an. Und die Karte Fledermaus. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Ist ein Doppelzwilling? Sind das vier Leute? Ja, das ist eine ernste Frage. Speichern, speichern. Genau, und dann gehen wir hier runter. 16 Farben. Oh mein Gott, Farbe! Ihr seid ja noch hässlicher in Farbe als ohnehin schon. Komm, 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 komm. Ja! Und ich mach die Büsche kaputt. Ja! Yeah. Rasiert euch. Sonst rasier ich euch. So ist das, ja? Da ist noch so ein Quallenmonster. Was bist du? Stör!
Eine Fledermaus! Habt ihr sie gesehen? Am rechten Bildschirmrand. Oh, ich bin begeistert von dem Spiel. Ich kann kaum drauf warten, bis ich endlich eine Bazooka habe oder was auch immer. Keine Ahnung, welchen Weg die Evolution einschlägt. Das war knapp. Die hätte mich aussaugen können. Hätte all mein Blut trinken können und dann... Ja. Okay, hier muss ich wohl... Weiß ich nicht, eine Bombe vielleicht finden? Bomben wären cool. Bomben waren auch, gab's auch früh in Videospielen. Ah, ein Speicherpunkt. Sehr gut. In Sicherheit. Die kurze Geschichte der Adventure-Videogames Evolution. Nach jahrhundertelangem Frieden trat eine uralte böse Macht zurück ans Licht, um die Welt von Evolandia zu bedrohen. Ihr seid eins der wenigen verbleibenden Mitglieder des Ordens der Drachenritter, dessen Aufgabe es ist, die Welt zu bereisen, um den Notleidenden zu helfen, das Böse zu bekämpfen. Ja, tut mir leid. Grammatikfehler im Text. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Handlung freigeschaltet und in guter alter Manier habe ich die auch nur halb gelesen und fast gar nicht verstanden. Das macht aber auch nichts. Nein, das macht gar nichts. Denn ich habe einen Stern gefunden und Collectibles sind ja alles, was zählt. So, dann speichern wir nochmal. Und töten ein paar mehr Monster. Komm her, du Drecksack. Ich warte hier, ich hab die Geduld. Ich bin der Letzte im Orden der Drachenritter. Man wird nicht der Letzte. Oh. Ohne Geduld. Das ist schon fast echte Grafik. Ja, das stimmt. Und das da ist eine echte Fledermaus. Gewesen. Und du hast jetzt ein rotes Käppchen bekommen. Du bist Rotkäppchen. Ihr seid so kleine Rotkäppchen-Tentakelmonster. Gut, dass wir das geklärt haben. Komm her. Nein! Ja, so läuft das. Ich bin vielleicht nicht unbedingt der Beste für so ein Roguelike. Ich kann kaum darauf warten, wenn endlich der Lebenspunkt-Balken freigeschaltet wird. Und ich hoffe, er wird irgendwann freigeschaltet. Sterbt, ihr ewig quiekenden Schwächlinge. Okay, gucken wir uns das da oben an. Eine Zeichenanzeige. Okay, also wir können jetzt diese Schilder lesen. Dieser Pfad ist nur für wendige Abenteurer geeignet. Also da zwischendurch, oder wie? Ha! Ich habe ja so ein Zelda-Spiel. Ich habe noch kein Zelda-Spiel gespielt. Darf ich das überhaupt sagen? Also ich weiß zwar, es gibt Ocarina of Time und Wind Waker und für die Wii gibt's irgendwie neue. Aber ich habe noch keins selbst gespielt. Höchstens mal so ein paar Minuten gesehen von einem. Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Versuch es mit dem Pfad im Osten. Das ist dann der Dimensionsstein. Okay. Von daher ist es für mich was ganz Neues. Freie Bewegung. Ah, jetzt muss ich nicht mehr ein Feld weitergehen. Jetzt kann ich auch so ein bisschen, ja, so halbe Felder gehen. Das heißt, ich kann mich ganz wendig hier zwischen den beiden Steinen durchquetschen. Ha. Und speichern. Oh, was seid ihr? Seid ihr Türme? Inventar. Mit Tab. Ich habe ein Schwert. Hallo, Schwert. Und nun? Stirb! Okay, du bist tatsächlich ein Ritter. Und von vorne kann ich dir nichts tun. Naja. Und ich bin tot. Aber gut, dass hier direkt das Ding ist. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Der Speicherpunkt. Dann kann ich die beiden Kerle ja direkt abmetzeln. Mit ein bisschen Übung. Stirb, 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 stirb. Du auch. Ja, warum gegen einen kämpfen, wenn ich auch gegen zwei gleichzeitig kämpfen kann? War das jetzt dreimal oder viermal? Ja, Pfad freigeschaltet. Alle Monster zu töten ist bei eurer Quest mitunter hilfreich. Ah ja. Inventar, ja, ich hab's verstanden. Du bist da oben. Was? Die Überwelt. Die Welt zu erforschen ist nett. Nehmt euch aber vor zufälligen Begegnungen in Acht. Was heißt das denn jetzt? Das will ich. Rundenbasierender Kampf. Gehen wir zu einem anderen Kampfstil über. Okay, ich folge einfach dem Pfad. Das ist wie Pokémon. Oder halt Final Fantasy. Also dann, was habe ich denn an Gegenständen? Also ich kann weglaufen, denke ich. Ich kann Gegenstände benutzen.
und ich kann angreifen. Also, Mr. Slime, ich werde dich töten. Oh ja. Nein, hör auf mich anzugreifen. Ja, so ist besser. Ich habe 50 Gliss gewonnen. 50 Gliss, also mein Gliss ist. Wahrscheinlich ist es Schleim. Mhm. Oh, hallo. Mode 7 sah fantastisch aus, als es seinerzeit 1990 eingeführt wurde. Ja, jetzt sieht es so ein bisschen aus wie Commander Keen auf der Overworld. Ja, Commander Keen zwischen den Missionen. Sieht halt nur noch ein bisschen schlechter aus als Commander Keen. Aber Commander Keen war ja auch... Also, Commander Keen 4. Ortsname. Die Wiese. Ich bin jetzt in der Wiese. Okay. Und da oben sind wieder zwei von diesen Rittern. Vier von diesen Rittern. Die sind ja wie König Artus. Die schlafen bis... England sie braucht. England braucht dich! Wach auf! Die Königin braucht dich! Die Königin ist eng und das Land braucht dich. Nee, so war's nicht. Warte mal. Die Königin braucht dich und das hier ist England? Ja, so. Genau. Siehst du, ich mach immer so... Nein! Ich sollte aufhören zu reden und einfach spielen. Wo bin ich denn jetzt? Hier, okay. Ach ja, das passt. Das ist ja gar nicht... Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja okay. Also, die enge Königin braucht dich. Das Land ist, verdorrt. So wie die Königin. Oh, ich renne immer in die Kerle rein. Aber das Spiel ist fair genug, mir da einen Speicherpunkt gegeben zu haben. Jetzt sind wir vorsichtiger, ja? Pass auf, pass auf. Jetzt bin ich vorsichtiger. Ha! Ha! Und ha! Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Die Mutter der Königin ist Queen Mum. Ha, der hat nur versucht wegzulaufen. Was? Oh. Ja, natürlich. Safe Scumming habe ich gerade entdeckt. Nach jedem Gegner zu speichern. Stirb. Ja? Safe Scumming. So heißt das. Der Quick Save Knopf ist auf meiner linken Maustaste und Quick Load auf meiner rechten. Ja! Eine Truhe freigeschaltet. Alle Monster zu töten kann ebenfalls Schätze freischalten. So, dann komm mal zu mir, mein Schatz. Ein Dorf. Warum ist die Musik in Dörfern immer so nervig? Ja. Ja, wobei. Das geht ja eigentlich. Nicht Spielercharaktere. Endlich mal jemand zum Reden. Oder auch nicht. Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Ach komm, Kinder sind die Helden von den alten Spielen. Ich will in das Haus. Ich will in das Fass. Ich will ein Blümchen pflücken. Oh, hi. Lasst mich in Ruhe und spielt mit den anderen Kindern. Ah. Ich bin kein Kind, ich habe ein Schwert. Hast du schon mal ein Kind mit dem Schwert gesehen? Ja, okay, ich auch. Oh, ein Mädchen. Hallo. Was macht ihr hier? Kinder gehören ins Bett. Ja. Nein, das sag ich jetzt nichts zu. Aber das merke ich mir. Ich komme dann in 10 Jahren auf dich zurück. Wenn ihr nicht lieb seid, kommt der böse Kefkas. Kommt der böse Kefkas Geist und frisst euch auf. Es scheint mir so eine Wörterbuchübersetzung zu sein fast. Also Kefka. War Kefka? Ich weiß ja auch wenig von Final Fantasy, aber... Kefka ist aus Final Fantasy, oder? Oh, wer bist du? Du siehst gefährlich aus. Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Na dann? Oh, hallo, wer bist du? Du bist ein Kind, du hilfst mir. Erwachsene sind nicht lustig, sie beschweren sich ständig über uns Kinder. Wenn ich bloß den Wachstumssamen essen könnte. Bist du dir sicher, dass der dir das erzählt hat, dich nicht verarschen wollte? Ich meine Wachstumssamen? Dann wäre ich kein Kind mehr. Der Samen, den ich gefunden habe, ist aber in den Brunnen gefallen. Dort unten ist es dunkel und ich habe Angst, ihn zu holen. Okay, den Brunnen habe ich schon erspäht. Wir holen uns den Wachstumssamen. Und dann schauen wir mal, ob das Mädchen am Brunnen immer noch denkt, ich wäre was fürs Bett. Das hat sie gesagt, ja? Ich zeig's dir. Kinder gehören ins Bett, also sie will mich. Hinab in den Brunnen! Da unten ist es dunkel. Ja, dunkel ist okay.
Oh, im Brunnen. Freigeschaltet geheimer Ort. Was zum Teufel habt ihr hier zu suchen? Und das sieht aus wie der Samen. Dann gucken wir erstmal in der anderen Richtung. Vielleicht finde ich hier ja ein Geheimnis. Bei so Spielen muss man immer mit Geheimnissen rechnen. Ich habe auch mein Schwert wieder dabei. Und ich finde die Karte Wurm, um Doppelzwilling zu spielen. Was ist ein doppelter Zwilling? Tja, keine Ahnung. Schauen wir erstmal, ob ich den, was mit diesem Samen los ist. Der sieht ein bisschen sehr groß aus. Ihr habt einen merkwürdigen Samen gefunden. Wollt ihr ihn essen? Okay. Und ich bin groß. Aber nicht hübscher geworden. Was haben all diese Kinder in Videospielen zu suchen? Ja, aber du siehst immer noch aus wie ein Kind, so ein bisschen. Die besten Jahre der Kindheit hast du einfach verschwendet. Oh, ich bin in Papunika. Oder? Papunika stand da gerade. Na gut, Mädchen. Was hast du mir zu sagen? Ich habe etliche merkwürdige Geräusche in den nördlichen Höhlen gehört. Die nördlichen Höhlen würde ich gerne mal erforschen. Vorhin hat uns ein Mädchen besucht. Ist sie eure Freundin? Ja, ja, das ist sie. Lass die Finger von der. Ich komme immer noch nicht ins Haus. Reden wir mit ihr. Die Kristallhöhlen im Norden sind ein gefährlicher Ort. Angeblich lebt Kefkas Geist dort. Doch noch kein Abenteurer ist zurückgekehrt, um uns davon zu erzählen. Vielleicht ist doch keiner hingegangen. Und du? Mit dem blauen Haar? In den Höhlen da vorne gibt es ziemlich starke Monster. Mit eurer derzeitigen Ausrüstung lassen wir euch nicht vorbei. Okay, ich brauche Ausrüstung. Gehen wir nochmal zu dem gefährlich aussehenden Mann mit der Glatze. Der wird bestimmt Ausrüstung haben. Ja, du siehst so aus. Willkommen in Papunika. Wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt. Das ist komisch. Zu Erwachsenen sind die hier super freundlich, aber zu Kindern nicht. Das ist doch normalerweise andersrum. Haben die alle Angst vor Kindern? Wenn ja, warum? Was ist das dunkle Geheimnis dieses Ortes? Und wie kann ich in Türen reingehen? So, Kind, ich bin groß. Ich habe deinen Samen gegessen. Erwachsene sind nicht lustig. Sie beschweren sich ständig über uns Kinder. Ah ja, okay. Ich habe ihn gefunden. Guck mich an, ich bin riesig. Ich bin ein Gigant. Eine Kiste. Häuser betreten. Jetzt könnt ihr beliebig in die Privatsphäre anderer eindringen. Das wäre als Kind bestimmt einfacher gewesen. Aber wir gehen jetzt überall rein. Und sagen Hallo. Ein Gastwirt. Falls ihr gerade etwas müde seid, wartet ein warmes Bett auf euch. Zu einem fairen Preis. Ich will mit ihr reden. Ihr seht müde aus. Möchtet ihr euch gegen 10 Gliss in unserem gemütlichen Gasthaus ausruhen? Ich habe 50 Gliss, also ich möchte mich nicht ausruhen. Gehen wir lieber wieder. Ah, Inn. Ja, Kneipe. Also Gasthaus. Ich sage immer Kneipe, weil ich mag Kneipen mehr als Gasthäuser, weißt du, weil Kneipe klingt nach Saufen. Das kann ich nicht lesen, aber ich kann hier was aufsammeln. Freigeschaltet, einen Ladeninhaber. Bei diesem Kerl könnt ihr jederzeit eure Gil ausgeben, also unsere Gliss oder wie. Ich will was kaufen. Und zwar, Phoenix Daune? Seltene Karte, Kupferrüstung, Langschwert. Ich brauche auf jeden Fall ein Langschwert. Ja, yeah. Ich war mir noch nie so sicher wie jetzt, dass ich ein Langschwert brauche. Also, ich brauche ein Langschwert. Wo kriege ich ein Langschwert her? Ich glaube, ich muss zurück, oder? Ja. Ja, warte, sorry. Ich wollte eigentlich in dein Haus gehen. Ich wollte nicht mit dir reden. Die Karte Torque für Doppelzwilling. Double Twin. Ja, Doppelzwilling. Ist bestimmt eine Anspielung auf irgendwas, aber ich wüsste natürlich nicht auf was. So, da darf ich nicht rein. Dann lassen sie mich rechts nicht raus aus dem Dorf. Das heißt, wir gehen wieder nach unten aus dem Dorf und haben damit Backtracking freigeschaltet. Backtracking und Grinding wird jetzt freigeschaltet, indem ich hier ein bisschen rumlaufe, bis mich ein paar Monster angreifen. Ich kenne das noch aus Pokémon. Das habe ich nämlich mal gespielt und ich glaube, die blaue Edition war das damals. Da musste man auch andauernd durchs hohe Gras laufen, damit einen kleine Pokémon angreifen
damit man seinen Charakter levelt. Beziehungsweise seine Pokémon levelt. Und ich werde dann wahrscheinlich im Gasthaus werde ich rasten können, um mich zu heilen. Und die Kerle geben mir Gliss. Ja, 100 Gliss. Damit kann ich schon 10 Mal rasten, wenn ich will, im Gasthaus. Also das lohnt sich. Greift mich an. Ich bin ein kleiner Junge. Ich sehe nur so groß aus. Oh Gott, 3 von euch. Ich wünschte, ich hätte ein paar mehr Leute in meinem Team. Weil au, au und au. Ja, genau. Au, au und au. Kämpfen hier gegen mich. Ah, ich bin zuerst dran. Weiß ich genau, muss ich hier auf die Leertaste drücken, wenn die Zeit irgendwie auch voll läuft, weil da ist so ein Rahmen. Es gibt, ich weiß, in dem Super Mario RPG, oder RPG, soll ich dann besser sagen, gibt's eine Fähigkeit, also da musst du im richtigen Moment drücken, dann machst du doppelten Schaden oder so. Also wenn es sowas gibt, dann müsste ich das lernen. So, gehen wir aber erstmal zu der Dame hier und mieten uns ein Zimmerchen. Ja, ich habe 300 Gliss und jetzt schlafen wir eine Nacht drüber. Oh. Möchtet ihr euer Spiel speichern? Natürlich. Speichern in Gasthäusern, das ist geil. Dann kaufe ich mir jetzt entweder ein Langschwert oder die Kupferrüstung. Muss ich mal schauen. Ich denke, die Kupferrüstung hilft mir fast mehr. Oh, ich kaufe mir beides. Her mit dem Langschwert. Und her mit der Kupferrüstung. Ihr seid jetzt zum Kampf gegen stärkere Monster bereit. Ich gehe aber trotzdem nochmal unten aus der Stadt raus und wir schauen noch einmal, wie stark ich denn jetzt geworden bin. Ja? Komm. Ist heute dein Glückstag, Schleim? Nein. Und das ist warum. Oh mein Gott, ich bin ein Killer. Ja, okay. Darin sonne ich mich jetzt noch ein bisschen. Was ist eigentlich... Sollen das Berge sein, rechts und links? Ha, 23 Schadenspunkte. Und guck mal, wie das Schwert glitzert in der Sonne. Ist das nicht schön? Sehen so aus wie Pyramiden, die Dinger hier rechts und links. Gar nicht wie Berge. Komm her, Schleim. Ja, die Vögel habe ich jetzt nicht mehr gesehen, seitdem ich mein neues Zeug habe. Die halten sich wohl irgendwie versteckt. Und wollen nicht mit mir kämpfen, seitdem ich hier bin. Ich will einen von diesen großen Vögeln töten. Komm. Nein, lieber 2 Schleims. One-Hit-Kill. Und nur 2 Schadenspunkte habe ich genommen. Na, das ist ja der Hammer. Okay, genug davon. Genug davon. Jetzt schauen wir, ob ich das Dorf verlassen kann. Ob ich Papunika verlassen kann. Papunika. Was für ein Name. Oh ja, das Fass ist weg. Nehmt euch auf dem Weg zu den Höhlen vor den Monstern in Acht. Danke! Du bist wie die Tante in Diablo 2, die am Übergang zur kalten Ebene sitzt. Ja. Daumen hoch, wenn du weißt, was das ist. Aber nein, mit so Spielen fangen wir gar nicht an. Von wegen Daumen hoch, wenn. Was haben wir hier? Wasser? Also es ist schon ein ganz anderes Spiel. Ah, jetzt bin ich wieder in der Overworld. Und was kann man hier? Erzwungener Kampf. Jemand ruft um Hilfe? Da liegt ein Mädchen. Ich habe gehört, wie jemand um Hilfe gerufen hat. Im Kampf gegen Maulwürfe. Sie wurde wohl von diesen Monstern angegriffen. Wir werden eine Dame retten. Los. Los. Und an... Wie heißt eigentlich mein Charakter? Hat der einen Namen? Los, Namenloser. Mach sie kalt. Ich hab nicht aufgepasst. Wie heißt mein Charakter? Ihr habt 180 Gliss gewonnen. Und natürlich diese hübsche Dame, die hier liegt. Schade, dass wir ihr Gesicht nicht sehen können. Da ist sie! Danke, ihr habt mich vor diesen Monstern gerettet. So sinngemäß. Ich brauche den Kristall aus der Höhle, um mein Heimatdorf zu retten. Helft ihr mir? Ja, Dialogoptionen haben wir noch nicht freigeschaltet. Unser Charakter kann nur Ja sagen. Erzwungene Wahl. Hier scheint dem Szenario die richtige Verzweigung zu fehlen. Ja, Paragon und Renegade. Übrigens, ich heiße... Bitte gebt einen Namen ein. Für die Frau, oder wie?
Ja, aber ich habe doch noch gar keinen Namen. Das ist fies. Wieso habe ich keinen Namen? Und wie nenne ich die Frau? Keres. Ist das eine Anspielung? Keres. Ich denke, ich lasse es so, weil... Bis mir jetzt ein Name eingefallen ist, da ist morgen. Keres hat sich dem Team angeschlossen. So, wir könnten dich ja Karies nennen. Komm mit, Karies. Wir gehen da oben in dieses Loch. Die Kristallhöhlen. Und neue Musik. Ja, das ist gar nicht mal schlecht. Wir sind jetzt zu zweit und haben Keres dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.